Endlich darf sie wieder läuten, die Glocke vom Stiftungsfest. Sie gibt das Signal zum einstimmenden Gottesdienst. 2 Jahre lang musste das traditionelle Event pandemiebedingt ausfallen. Jetzt dürfen Stiftungsmitarbeiter, Angehörige und Interessierte wieder vorbeikommen. Erstmal haben wir abgeschätzt, kann das was werden oder kann das nichts werden. Und dann haben wir gesagt, Augen zu und durch. Wir gehen mal davon aus, dass mit diesem komischen Corona das ein bisschen weniger wird. Stimmt ja gar nicht. Also ganz viele unserer Kollegen haben nach wie vor Corona und sind da sehr beeinträchtigt. Und auch gerade in den Kindergärten belastet uns das sehr. Aber trotzdem, wir haben gesagt, wir machen das jetzt Augen zu und durch. Das kommt bei den Kindern und pädagogischen Fachkräften der Stiftung auf jeden Fall super an. Sie können auf der Bühne wieder zeigen, was sie in ihren Einrichtungen geprobt haben. Doch auch andere Funktionsträger profitieren vom Stiftungsfest. Einerseits sind sie zwar hier, um zu entspannen und Spaß zu haben, andererseits sehen sie auch die Vorteile darin, Stiftungsmitglieder kennenzulernen, die sie sonst nie sehen würden. Für uns ist es ja auch immer ein ganz wichtiges Fest, weil es halt von unserem Träger organisiert wird. Der Jugendbeirat sich ja hier auch noch mal so ein bisschen gut vernetzen kann mit allen anderen Kollegen hier. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und da freuen wir uns einfach super, dass jetzt auch wieder mehr live hier stattfinden kann. Jugendliche können jederzeit Themen beim Jugendbeirat einreichen, die sie als wichtig erachten. So wurde es beispielsweise zuletzt geschafft, einen Zebrastreifen direkt vor der Bernburger Schule zu errichten. Und vielleicht findet sich ja heute auch ein aufstrebender Kandidat, der dem Jugendbeirat eine neue Idee unterbreitet. Das Stiftungsfest regt auf jeden Fall zum Miteinander an und die Besucher fühlen sich nach 2 Jahren Corona-Einschränkungen frei. Man hat den Eindruck, dass doch die Begegnung und das Füreinander-Dasein noch mal einen ganz anderen Wert bekommen hat. Auch an dem, wie die Leute auf einen zukommen und wie dankbar die sind und wie die jede Möglichkeit nutzen, hier miteinander zusammen zu sein. Wir sind alle froh, dass wir mal wieder was machen können, dass die Leute wieder sehen, was wir machen. Und es geht wieder voran. Das ist sehr motivierend. Wir haben noch Auftritt von meiner Tochter, eine große Bühne. So, das ist etwas Besonderes. Und solche Feste müssen wir öfter machen. Es wurde wieder Zeit, dass das stattfindet und das Wetter passt ja heute super. Es sind viele Leute da und ja, und meine Kollegen und Kolleginnen sind auch reichlich vorhanden von der Trili und es macht uns sichtlich Spaß. Ne? Bei 1500 Stiftungsmitarbeitern allein in Sachsen-Anhalt ist es nicht möglich, jeden zu kennen. Das Stiftungsfest bietet daher eine gute Möglichkeit, einige neue Kollegen kennenzulernen, andere wiederzusehen und überhaupt voneinander zu erfahren und sich auszutauschen. Vor allem, wenn es darum geht, unserer Zukunft, den Kindern, liebevoll und spielerisch etwas Positives, etwas Schönes, einfach etwas Glück mit auf den Weg zu geben.